Extremismus 2015. Islamisten machen mobil gegen westliche Demokratien. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die islamische Welt aufsteht und sich gegen diesen Westen und gegen die Besatzer, gegen diese Mörder und gegen diese Terroristen wehrt. Die selbsternannten Gotteskrieger kämpfen für eine neue Weltordnung. Ich glaube, dass in Deutschland, China, Großbritannien, Frankreich und Amerika eines Tages die Scharia herrschen wird. Unser Internet-Experiment. Eine junge Frau sucht über einen Facebook-Account Kontakt zur islamistischen Szene. Sehr schnell melden sich die Gotteskrieger. Die posten auch Bilder von Leichen und Köpfen und scheinen auch noch stolz darauf zu sein. Es ist der Kampf um Bilder und Symbole und die Sympathien der Jugend. Das ist ja auch das, was das Phänomen IS oder ISIS ausgemacht hat. Dass sie massiv und auch auf einer gewissen Weise sehr professionellen Art das Internet zu nutzen wissen. Dass sie Leute offensichtlich in ihren Reihen haben, die Katz und Maus mit den Sicherheitsbehörden im Netz spielen. Frankfurt am Main, September 2013. Unser Friedensaktivist Pierre Vogel. Deutschlands bekanntester Salafist hat seit Wochen mobilisiert. Auf einem sogenannten Friedenskongress spricht er zu seinen Anhängern. Junge Frauen und Männer. Hunderte sind aus ganz Deutschland gekommen. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, dass es keine wahre Gottheit gibt, außer Allah, dem allmächtigen Gott. Pierre Vogel, Salafist, predigt eine radikale Form des Islam. Bundesweit wird die salafistische Szene auf 7000 Anhänger geschätzt. Pierre Vogel ist ein Bruder für mich. Wir lieben ihn auch so sehr wie er uns liebt. Seine Rede gefällt mir. Er spricht das Publikum an. Alles top. Viele dieser jungen Menschen suchen ein Idol. Andere knüpfen hier Kontakte. Kontakte der besonderen Art. Wir lernen Tariq S. kennen. Der junge Mann kämpft heute als Osama al-Almani für den sogenannten Islamischen Staat in Syrien. Es sind seine letzten öffentlichen Worte in Deutschland. Der Islam ist der Sinn meines Lebens geworden. Okay. Und daher, also jetzt ist es so, dass wenn ich eine Hadith höre, beziehungsweise einen Koranvers, ich versuche so gut wie möglich dies zu praktizieren. Okay. Und auch so gut wie möglich die anderen Menschen darauf aufmerksam zu machen, dies zu praktizieren. Was das für Tariq S. bedeutet, wird bereits einen Tag nach dem Interview klar. Der junge Moslem zieht für den Islamischen Staat in den Krieg. Würden Sie tatsächlich für Ihre Religion Ihr Leben riskieren? Nächste Frage. Das Islamische Zentrum in Bielefeld. Eine muslimische Gemeinde, die sich eindeutig zum Grundgesetz bekennt. Tariq ging hier ein und aus, engagierte sich bei sozialen Projekten. Der Vorstand erinnert sich noch gut. Also ich kenne Tariq jetzt seit ungefähr 5-6 Jahren und in der Zeit hat Tariq schon mit den Kindern was gemacht. Er hat hier Jugendübernachtung gemacht und war sehr freundlich und die Kinder haben ihn wirklich herzlich geliebt. Wir machen wieder eine Übernachtung, Tariq macht das, dann kommen wir. Kinderlieb und zugewandt, das eine Gesicht des Tariq S. Seine andere Seite lässt ihn nächtelang am Computer nach Propagandavideos suchen. 2013 reist er nach Ägypten, angeblich zum Koranstudium. Nach seiner Rückkehr kommt es im Islamischen Zentrum zu Konflikten. Tariq rebelliert gegen das demokratische Islamverständnis des Vereins. Ich habe mich gefreut, dass er wieder da ist, und aber gemerkt, dass er vollkommen verblendet war. Er war nicht mehr zugänglich, es war keinerlei Dialoge mehr mit ihm möglich. Um das einfach mal auf den Punkt zu bringen, er hat Gewalt legitimiert. Das ist etwas, was ich von ihm vorher nicht kannte. Er versucht mich zu korrigieren, obwohl ich der Imam hier bin, obwohl ich
über 30 Jahre Religion studiert habe in Al-Azhar-Universität. Aber trotzdem meinte Tariq, dass er das authentische Wissen hat und alles andere, was ich sage, stimmt nicht. Und deswegen muss ich mich korrigieren nach Ansichten von Tariq und seinen Autoritäten. Aufrufe zum Dschihad. Aufgeladen wurde Tariq auch von Hasspredigern, die hauptsächlich im Internet ihre Botschaften verbreiten. Wir akzeptieren nicht mal ein Gesetz von den Kuffar. Wir akzeptieren nur das Gesetz von Allah Azza wa Jal. Fürchtet niemanden außer Allah. Ihr braucht vor niemandem Angst haben, egal was sie machen. Wir nennen das hier hausintern Sheikh, Google Sheikh, Internet. Es ist einfach so, ich meine, jeder kann was posten, jeder kann ein Video drehen, jeder kann von sich behaupten, er wäre ein Gelehrter, ne, rezitiert eine Koranverse ohne zu beachten, aus welchem Anlass ist diese Verse offenbart worden. Die Gemeinde hat den Kampf um Tariq verloren. Vor den Hassbotschaften aus dem Internet konnte sie ihn nicht schützen. Geht der Weg in den Terrorismus tatsächlich über das Internet? Was haben salafistische Prediger mit terroristischen Zellen zu tun? Wie rekrutieren fundamentalistische Gruppen ihre Gotteskrieger? Facebook, Twitter, soziale Netzwerke. Wir starten ein Experiment. Eine junge Frau gibt vor, Besucherin eines salafistischen Friedenskongresses zu sein. Sie eröffnet einen Account bei Facebook. Wir liken die Facebook-Seiten der bekannten deutschen salafistischen Prediger Pierre Vogel und Sven Lau, die sich offiziell von Gewalt und Terror distanzieren. Zu unserer Überraschung ist die Fundamentalisten-Szene überhaupt nicht verschlossen. Bereits in den ersten Tagen erhalten wir hunderte Freundschaftsanfragen. Ich habe sehr viele Freundschaftsanfragen bekommen. Insbesondere von Männern, die gefragt haben, ob ich sie heiraten möchte. Aber auch von vielen anderen konvertierten Frauen, die gefragt haben, wie sich der Islam mit meinem bisherigen Leben und mit meiner Familie vereinbaren lässt. Und der Account wächst schnell. Ich habe von mir aus 3 oder 4 Anfragen versendet und bin 1 bis 2 Gruppen beigetreten. Aber jetzt nach 2 Wochen habe ich über 400 Freunde, die auch alle oder fast alle einem schreiben. Was Salafismus für immer mehr junge Menschen interessant macht und warum immer mehr junge Muslime in den Krieg ziehen wollen, dazu forscht der Islamwissenschaftler Thorsten Gerald Schneiders. Für ihn ist die salafistische Szene längst eine eigene Subkultur geworden, die sich aus der Sehnsucht nach Zusammengehörigkeit und Stärke junger Männer speist. Mit was für einem anderen Mittel können Sie eine ähnliche Aufmerksamkeit bekommen? Ja, von daher muss man natürlich schon sagen, Salafismus ist im Moment hip. Das ist das, was die Jugendlichen anspricht. Und wir können auch noch weitergehen und sagen, die IS-Terroristen sind natürlich im Moment auch die erfolgreichsten einfach in der Region. Sie sind diejenigen, die die meiste Macht im Moment auf sich vereinen. Sie sind diejenigen, die für die meiste Unruhe in der Welt sorgen. Sie sind schlicht die erfolgreichsten. Leipzig. Hier hat die islamistische Szene im Osten Deutschlands ihren Schwerpunkt. Mehr als 100 Menschen sollen der Bewegung angehören. Die ersten zogen bereits in den Dschihad. Salafismus beschäftigt inzwischen auch die örtliche Sektenberatung. Seit Monaten unterstützt man einen Aussteiger. Den Jungen wird eigentlich ein Glauben vorgesetzt, der gar nicht in der Form vorhanden ist. Das heißt, die gesamte ehemalige Existenz wird genommen, wie auch bei Sekten und Kulten. Und dann wird einfach etwas hineingesetzt, ein Dogma hineingesetzt, wo sie glauben, das ist die Wahrheit. Und dann wird das als Wahrheit angenommen, es kommt das Schwarz-Weiß-Denken, das Gut-Böse-Denken, ja. Und dann kommt die Reaktion darauf. Dann kommt auch, dass man natürlich sich gegen dieses Böse da außen erwehren möchte. Beratungsgespräch mit einem Aussteiger. Er hat seine Mutter mitgebracht. Die Familie beobachtete seine Entwicklung mit Sorge.
Als er schließlich nach Syrien ausreisen will, holt sie sich professionelle Hilfe. Inzwischen gibt es Todesdrohungen. Mutter und Sohn wollen anonym bleiben. Je mehr ich dann eben praktiziert habe, je mehr ich gebetet habe, je mehr ich mich mit Muslimen umgeben habe und eben das ganze andere Schlechte gelassen habe, bin ich auch überzeugter geworden. Und natürlich bin ich immer mehr dann in Moscheen gegangen. Die Al-Rahman-Moschee im Leipziger Norden. Nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden sollen hier Prediger einen verfassungsfeindlichen Islam verbreiten. Der junge Mann verändert sich. Als ich dann mitbekommen habe, in welche Moscheen er geht und so, und wie oft er in den Moscheen ist, da habe ich dann Angst bekommen. Und eben, als er dann so total jegliche Kultur abgelegt hat, die er vorher hatte. Weihnachten ist nichts mehr gewesen für ihn. So das ganz normale Leben, wie wir es vorher hatten, war plötzlich alles weg. Und alles nichts mehr wert. Und da habe ich zum Beispiel auch Angst vor meinem eigenen Kind gehabt, dass er vielleicht sogar mir was tut, weil ihm irgendjemand einredet, deine Mutter ist jetzt eine Ungläubige. Zunehmend fühlt er sich vom Kampfeinsatz des sogenannten Islamischen Staates angezogen. In der Szene hat die Terrorgruppe Kultstatus. Ich habe, soweit ich konnte, zumindest hier diese Sache unterstützt, indem ich mich selber dazu bekannt habe, dass ich das gut finde, indem ich andere dazu aufgerufen habe, zum Beispiel über Facebook, indem ich diese ganze Propaganda eigentlich geteilt habe, diese ganzen Dinge, mit denen ich manipuliert worden bin, habe ich weitergegeben. Und so wurde ich vielleicht auch von Manipulierten manipuliert. Unser Facebook-Experiment läuft seit 2 Wochen. Fast stündlich kommen neue Zuschriften. Der Ton wird aggressiver. Anti-westlich, antidemokratisch, militant. Ein Titel: Demokratie ist Kuffer und das bedeutet Unglaube. Hassparolen wetteifern mit offenen Aufrufen zum Dschihad. Und der Kontakt wird intimer. Sie werden sehr schnell sehr persönlich, möchten alles über einen wissen, aber erzählen auch viel, geben einem die Handynummer und fragen einen, wo man wohnt und wollen einen schon direkt einschließen in ihre Gruppe. Salafismus. Die Bewegung gibt sich als radikale Alternative zum Mainstream. Hasserfüllt, kompromisslos und genau diese Härte erklärt ihre Attraktivität. Immer wieder haben wir Studien, die uns die Islamfeindlichkeit in diesem Land bestätigen. Wir haben erst recht eine kritische Auseinandersetzung mit Salafisten. Und diese Jugendlichen sagen sich, ja, wir schließen uns aber trotzdem oder gerade deswegen genau diese Szene an. Wir sind so hart, wir sind so cool, dass wir uns mit all dem auseinandersetzen, dass wir all dem die Stirn bieten. Und wir gehen auch sogar ins Ausland. Wir kämpfen gegen die Supermacht USA und alle ihre Verbündeten. Und das alles aus unserer Überzeugung. Nach Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz in Düsseldorf kommen die meisten ausgereisten Terroristen aus Nordrhein-Westfalen. Sie kämpfen für den Islamischen Staat oder Al-Qaida. In der Internetpropaganda insbesondere, aber auch in Facebook- und Twitter-Nachrichten wird immer wieder darüber gesprochen, Gewalt auszuüben gegen Ungläubige in Anführungsstrichen, und damit ist die Mehrheitsgesellschaft gemeint, aber auch die muslimische Gesellschaft. Und diese Äußerungen, nämlich die Gewalt, nehmen auch in den internen Diskursen zu. Das ist nach außen erkennbar, aber auch nach innen erkennbar. Das heißt, die verbale Gewalt hat zugenommen. Der Dschihad als Abenteuerspielplatz. Der Gotteskrieger als vermeintlicher Retter vor der westlichen Unrechtskultur. Im Internet tobt längst der Glaubenskrieg. Auch der Leipziger Aussteiger verfiel der Internetpropaganda, ließ sich von den starken Bildern faszinieren. Besonders von den Darstellungen des Islamischen Staates.
da werden viele Bilder auf Facebook damit Frauen im Niqab, die da mit Waffen sind. Und man sagt sich, guck, das ist eine richtige Frau. Nicht so wie diese Frauen hier, die in Hotpants rumlaufen, die verschleiert sich, die geht sogar kämpfen, die ist mutig und so weiter und so fort. Mit der wirst du glücklich und die hält sich richtig an den Islam. Da hast du keine Probleme, die macht dir keine Kopfschmerzen. Der junge Mann hatte ja schon sein gesamtes soziales Netzwerk aufgegeben. Er hatte keinen Kontakt mehr zur Mutter, keinen Kontakt mehr zu Freunden. Ja? Nur noch dieser Islamismus, ja, war ja seine Lebenswelt. Und er war ja auch kurz davor, nach Syrien auszureisen. Ausstiegsprozesse begleiten, Alternativen aufzeigen. Dieser Aufgabe stellt sich ein Arbeitskreis in Leipzig, der Dezember 2014 das erste Mal tagt. Religiöse Instanz am Tisch ist ein Imam. Hesham Shasha hat sich für unseren jungen Mann eingesetzt und ihn aus der islamistischen Gewaltszene gelöst. Der Imam kennt das Erfolgsgeheimnis terroristischer Islamisten. Man findet sich in einer Umgebung, wo seine Zeit voll alles beschäftigt, hat keine Zeit für was anderes zu denken. Und dadurch dann können sie die Jugend einfach rekrutieren und sie zu sich gewinnen. Die ermöglichen vielen Sachen. Viel, viel, viel. Auch Heirat, Geld, Macht, dieses Gutgefühl, dass man nach zu seinem Gott. Zum Interview erscheint der Imam mit seinem Leibwächter. Denn sein Leben ist permanent durch Extremisten bedroht. Seine Botschaft entzieht ihnen die religiöse Legitimation. Das schadet den Terrorgruppen bei der Rekrutierung. Egal, ob das Jabhat al-Nusra oder Al-Qaida oder ISIS, alle diese Gruppierungen und Bewegungen, die ihre Probleme mit Gewalt lösen, die gehören dem Islam nicht. Sie haben mit Islam wirklich nichts zu tun, außer Namen. Und deswegen distanzieren wir uns von denen hundertprozentig. Sie präsentieren den Islam nicht, uns auch nicht. Zurück zu unserem Facebook-Experiment. Bereits nach wenigen Wochen sind wir bestens vernetzt. Zahlreiche islamistische Krieger aus der ganzen Welt suchen über den Account die Bekanntschaft zu unserer jungen Frau. Wir sind im Terrornetzwerk angekommen. Nur ein Mausklick trennt uns von Al-Qaida und dem Islamischen Staat. Wer auf Facebook schaut, findet die ganz schnell und die kommen auch auf einen zu. Und viele der Gotteskrieger suchen nicht nur Kampfgefährten. Sie sind auf Brautschau, besonders unter denen, die scheinbar aus Überzeugung den Islam angenommen haben. Die wollen gerne konvertierte Deutsche heiraten, weil die den Islam in der Regel ernster nehmen und strenger sehen als die Frauen, die schon als Muslime geboren wurden. London. Hier im Stadtzentrum hat das renommierte King's College seinen Sitz. Wir sind mit einem der europaweit bekanntesten Terrorismusexperten verabredet, Professor Dr. Peter Neumann. Dem Wissenschaftler haben wir von unserem Internet-Experiment berichtet und den fließenden Übergängen zwischen religiösen Anbietern und terroristischen Rekrutierern. Das ist das Problem mit der salafistischen Szene, dass eben das im Prinzip eine Gegenkultur ist, genauso wie auch Gegenkulturen in anderen ideologischen Bereichen gesehen haben in der Vergangenheit. Und das herausragende Merkmal einer Gegenkultur ist eben, dass sie aus ganz unterschiedlichen Organisationen besteht, nicht unbedingt hierarchisch strukturiert ist, aber dass zwischen diesen Organisationen, zwischen diesen Strömungen durchaus reger Verkehr besteht. Das heißt, es ist relativ einfach, wenn man erstmal in einer Szene drin ist, von der relativ friedlichen Seite auf die relativ gewaltbereite zu wechseln. Wie werben salafistische Organisationen? Was macht selbst terroristische Netzwerke interessant? Die Propaganda ist vielseitig. Sprechen die einen Seiten religiöse Gefühle an, setzen andere Angebote auf Abenteuerlust und Männlichkeitswahn. Wer aber sind die Propagandisten des Dschihads? Eine der wichtigsten europäischen Seiten ist die Salafi Media. Hier wird rund um die Uhr von dem Kampf radikaler Islamisten berichtet.
verklärt als Freiheitskampf gegen den verhassten ungläubigen Westen. Der Sitz von Salafi Media ist in Leiden, der fünftgrößten Stadt im Norden der Niederlande. Von hier aus trommelt ein Islamist die radikalen Botschaften über YouTube, Twitter und Facebook in die ganze Welt. Maiwand al-Afghani, ein in Afghanistan geborener Politikstudent. Ein Mann im Visier der Behörden. Erstmals spricht der Propagandist mit deutschen Medien. Für mich als Muslim ist die ideale, die utopische Welt, ja die perfekte Welt, eine Welt, die vom Islam regiert würde. Dass der Islam die ganze Welt beherrscht und die Scharia, das islamische Recht, nicht nur in den muslimischen Ländern, sondern auch im Westen angewandt würde. Das wäre natürlich die ideale Welt für mich. Das ist die Hoffnung eines jeden echtgläubigen Muslimen. Und wir streben danach, wir kämpfen dafür, dass wir das erreichen. Maiwand al-Afghani steht dem Kampf der Taliban nahe. Für ihn echte Freiheitskämpfer, die er auch gerne mal besucht. Fotoshooting mit Kriegsgerät. Wie viele andere Islamisten träumt er laut von einer Weltherrschaft der Muslime. Der schlafende Gigant erwacht, ja. Und es wird einige Zeit dauern, aber möglicherweise wird dieser Körper, diese Nation, wissen Sie, diese 1,8 Milliarden Muslime eines Tages aufwachen, so Gott will. Und dann ist es soweit, dass wir unser Ziel erreichen. Der Propagandist bewundert die militärischen Erfolge des Islamischen Staates. Mit allen Praktiken stimmt er aber nicht überein. Es ist eine Expansion im Gange. Was zum Beispiel in den letzten paar Monaten begonnen hat, was ISIS geschafft hat, ist unglaublich. Natürlich können wir einige ihrer Aktionen kritisieren, aber sie haben den halben Irak erobert und große Teile Syriens. Und sie haben das Kalifat ausgerufen. Das Kalifat war für mehr als 100 Jahre abwesend. Das letzte Kalifat war jenes der Osmanen. Dieses wurde 1924 zerstört. Das ist unglaublich. Es ist wirklich ein Wunder. Weltweit existieren islamistische Terrornetzwerke. Ihre Anhänger ziehen in den Heiligen Krieg, morden und sterben für ihren Glauben. Am bekanntesten Al-Qaida. Globaler Terror, das Markenzeichen. 1988 gegründet, zählt Al-Qaida heute 12.000 Mitglieder. Jahrelanger Führer war Osama bin Laden. Bekannt wurde Al-Qaida 2001 durch den Anschlag auf das World Trade Center. Beispiel 2. Der sogenannte Islamische Staat, gegründet 1999, rund 30.000 Mitglieder stark, vor allem aktiv in Irak und Syrien. Ein Merkmal? In offenen Schlachten bringt die Organisation staatliche Gebiete unter ihre Kontrolle. Der Anführer Abu Bakr al-Baghdadi sieht sich in der Nachfolge des Propheten Mohammed. Beispiel 3. Boko Haram. Aktiv in Nigeria und Kamerun. 2002 gegründet, verfügt die Gruppe über rund 9.000 Anhänger. Mit Bombenanschlägen und Massenentführungen kämpft Boko Haram für die Einsetzung der Scharia. Boko Haram bedeutet übersetzt, westliche Bildung ist Sünde. Beispiel 4. Die 1994 gegründeten Taliban. 60.000 Mitglieder stark, aktiv in Pakistan und Afghanistan. Ihr Ziel, ein Gottesstaat. Die Handschrift, blutige Anschläge und selbst die Zerstörung von nicht-islamischen Kulturgütern, wie diesen Buddha-Statuen, ein Weltkulturerbe. In Deutschland rekrutiert neben dem Islamischen Staat vor allem das terroristische Netzwerk Al-Qaida. Zu den bekannten Anhängern gehört der frühere Linksterrorist Bernhard Falk. Seit seiner Konvertierung nennt er sich Muntasir bi Illah. Er kritisiert jedoch die Gewaltexzesse des Islamischen Staates. Was ich bei ISIS besonders kritisiere, immer diese Ausrottungsfantasien. Ich kann es wirklich nicht anders bezeichnen. Es sind einfach, man hat manchmal das Gefühl, die stellen sich das so vor, das, was ihnen nicht in den Kram passt, schlicht auszurotten. Und zwar auch im materiellen Sinne, also so Vernichtungsfantasien, die da ausgelebt werden. Und das ist natürlich verheerend. Doch auch Al-Qaida sieht sich im Krieg mit dem Westen.
Terroristische Anschläge werden gezielt eingesetzt. Besonders Deutschland und die USA sind für Falk die Gegner in einem weltweiten Konflikt. Es ist ja so, die unterdrückten Massen suchen sich natürlich Mittel und Wege, um aus dieser Misere rauszukommen. Solange diese Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse in dieser extremen Form existieren, gibt es eben Widerstand. Und dieser Widerstand, der früher vor allen Dingen eben links war im antiimperialistischen Bereich, der ist mittlerweile islamisch. Und da bin ich auch sehr froh drüber, weil es ja mit meiner eigenen, mit meinem eigenen Werdegang eben parallel läuft. Nicht? Auch Frauen gehören zu den Al-Qaida-Anhängern. Nicht wenige auch in Deutschland. Es ist ein exklusives Treffen, wurde langfristig vorbereitet. Die Adresse ihrer neu bezogenen Wohnung in Westdeutschland muss anonym bleiben. Wir müssen zusichern, die Stimme zu verfremden. Ihre Position ist antidemokratisch, auch wenn sie sich selbst als ganz normale Muslime sehen. Ein Widerspruch zwischen Demokratie und Islam? Ja, hundertprozentig. Der Islam ist gegliedert in verschiedene Strukturen und das, was man hier in den Bereich Politik legen würde, ist im Islam schon geregelt. Das ist alles in der Religion geregelt und festgelegt. Wir brauchen keine Demokratie. Und im Grunde genommen glaube ich, dass Europa auch keine Demokratie braucht. Für die Muslime verkörpert der Islamische Staat weit mehr als eine neue politische Antwort. Sie sieht in der Expansion der Terrormilizen ein Zeichen ihres Propheten, auch wenn sie selbst die Praktiken des IS ablehnt. Wir können jetzt sehr schwer in diesem Interview sagen, wir unterstützen das, aber können sagen, wir befürworten das. Wir hoffen darauf, dass es diesen islamischen Staat wieder gibt. Wir hoffen darauf, ein Kalifat entsteht. Es ist die Antwort auf die Unterdrückung, die über mehrere, die fast 100 Jahre lang stattgefunden hat. Damit muss der Westen rechnen. Und ich denke, er hat damit gerechnet und er weiß, was auf ihn zukommt. Doch was für eine Unterdrückung meint die Al-Qaida-Unterstützerin? Wenn es Länder aus der westlichen Hemisphäre gibt, die eigentlich islamische Länder angreifen und dort überrennen und die Ressourcen aus dem Land stehlen und die Menschen, Frauen und Kinder, unschuldige Menschen aus der Luft her bomben, sehr feige, dann muss man davon ausgehen, dass diese Menschen sich irgendwann wehren. Der Krieg wird international geführt. Zurück nach Großbritannien. Aus kaum einem anderen europäischen Land reisen so viele Gotteskrieger nach Syrien und in den Irak. Hier, im multikulturellen Stadtteil Ilford, lebt ein bedeutender Hintermann der salafistischen Szene, Anjem Chowdhury. Islam bedeutet Unterwerfung vor Allah. Und Allah ist der einzige Maßstab. Deshalb setzen wir Allahs Gesetze im Parlament um. Man kann nicht zur gleichen Zeit an Demokratie glauben, denn demokratisch bedeutet, der Mensch schafft die Gesetze. Aber wenn Menschen Gesetze machen, spielen sie Gott, eigentlich sogar Allah. Das nennen wir einen Götzendienst. Und das kann dazu führen, dass du aus der Festung des Islam geworfen wirst. Also. Ich denke, die Leute wollen pragmatisch sein. Ein Islam der Kompromisse hat in unserem Leben keinen Platz. Seinen Hass verbreitet er über eigene YouTube-Kanäle und einen Twitter-Account. Hier folgen ihm über 20.000 Menschen. Er gehört zu den wichtigsten Propagandisten des islamischen Terrorismus und war Gründer radikal-fundamentalistischer Kleinstgruppen. Der Anjem Chowdhury ist einer, der im Prinzip seit 20 Jahren aktiv ist in dieser Szene, der verschiedene Gruppen mit aufgebaut hat. Es ist aber schon bemerkenswert, dass nach einer Studie fast 20% aller englischen Terrorismusverdächtigen Teil seiner Gruppe waren. Also gibt es schon einen starken Zusammenhang zwischen Mitgliedschaft in seiner Gruppe und Leuten, die dann tatsächlich auch terroristisch aktiv werden, sowohl im Ausland als auch in England selbst. Am liebsten würde der Londoner Rechtsanwalt sofort nach Syrien auswandern. Doch die britische Regierung lässt ihn nicht ausreisen. Deshalb wirkt er in Großbritannien und unterstützt die Ideologie der Terrororganisation Islamischer Staat. Der Prophet hat gesagt, dass ihm Allah den Osten des Ostens und den Westen des Westens gezeigt hat. Seine Autorität war über allen. China, Russland, Deutschland,
die ganze Welt. Also, als Muslime glauben wir an die Idee der Weltherrschaft des Islam und dafür sollten wir kämpfen. Eine muslimische Machtübernahme mit allen Mitteln. Und selbst die blutigen Massaker des IS legitimiert er. Das ist die Außenpolitik des Islamischen Staates. Zu Beginn des Krieges werden keine Geiseln genommen. Das ist ein Teil der Taktik, den Feind einzuschüchtern, um den Krieg schneller zu beenden. Wissen Sie, diese Strategien sind Teil des Koran. Das entspricht der menschenverachtenden Propaganda des Islamischen Staates. Brutalität als Weg in einen schnellen Frieden. Eine Argumentation, die auch Kriegsverbrechen rechtfertigt. Die Kriegsverbrechen des IS sind kaum zu zählen und selbst Kinder werden rekrutiert und zum Töten ausgebildet. Das dokumentiert dieser Werbefilm. 2014 beschäftigt sich ein UNO-Bericht mit den Praktiken des Islamischen Staates im Irak. Er dokumentiert den Mord an religiösen Führern und Zivilisten, sexuelle Gewalt gegen Frauen, Angriffe gegen ethnische und religiöse Gemeinschaften und insbesondere gegen Christen. Hinzu kommen willkürliche Tötungen und Massenexekutionen. Terrorismus als Staatsdoktrin. Das hat eine neue Qualität. Ich glaube, Terrorismus 2.0 trifft es ganz gut. Denn es ist eine neue Herangehensweise, eine neue Methode, die sich die IS-Terroristen auf die Fahnen geschrieben haben, die sie benutzen. Und ich denke mal, dass das kopiert werden wird. Ja? Auch das Ausrufen eines Kalifats war ja schon ein, in Anführungsstrichen, ganz besonderer Clou. Und so ähnlich wird das auch mit dem Internet sein. Ja? Das werden andere genauso versuchen, in Zukunft nachzumachen. Ja? Bei der Beeinflussung junger Menschen spielen die Prediger der Gruppe Milatu Ibrahim eine Schlüsselrolle. Ihre Spur zieht sich durch viele Moscheen in ganz Europa. Die 2011 gegründete Organisation Milatu Ibrahim ist inzwischen verboten. Wo sie auftraten, rekrutierten sie die meisten Gotteskrieger. Ihre bekanntesten Vertreter? Der ehemalige Vereinsvorsitzende Mohammed Mahmoud, der sich heute Abu Usama al-Gharib nennt. Und Dennis Kuspert, der frühere Hip-Hop-Musiker. Jetzt treten ihre Vordenker im Internet auf. Dort erreichen sie immer noch junge Muslime. Aus Gläubigen werden so Gotteskrieger. Das Netzwerk Milatu Ibrahim hat eine große Bedeutung für die Rekrutierung in der Vergangenheit gehabt, aber auch heute noch. Da ist vor allem Mahmoud. Mahmoud hat schon hier in Deutschland rekrutiert, aber rekrutiert auch weiterhin aus den Bürgerkriegsstaaten Syrien und Irak. Wir haben auch Dennis Kuspert, ein bekannter Rapper, der gerade auch diese Form der Musik nutzt, um für den Dschihad zu werben, aus den Bürgerkriegsgebieten heraus nach Deutschland. Und wo wir immer wieder feststellen, dass er auf die vor allem jungen Menschen doch eine starke Sogwirkung hat. Mohammed Mahmoud und Dennis Kuspert, internationale Köpfe der Milatu Ibrahim-Bewegung, heute Rekrutierer für den Islamischen Staat. Europaweit beobachten Experten die Bedeutung von Milatu Ibrahim für den internationalen Terrorismus. Wenn dann eben die ersten zwei oder drei nach Syrien gehen, dann entsteht ein riesiger sozialer Druck auf die Leute, die noch nicht gegangen sind. Meistens bleibt man dann auch im Kontakt. Man kommuniziert weiter mit den Leuten, die bereits gefahren sind. Und die Leute, die in Syrien sind, sagen natürlich denen, die zurückgeblieben sind, warum kommt ihr nicht? Und natürlich entstehen da auch zum Teil Schuldgefühle, sozialer Druck und deshalb sind diese Netzwerke sehr wichtig, ideologisch, aber auch sozial. Dennis Kuspert, heute ein Propagandist des Islamischen Staates. Seine Karriere beginnt als Kleinkrimineller, vorbestraft unter anderem wegen Diebstahl, Körperverletzung und Drogendelikten. Seinen Frust singt er sich als Gangster-Rapper von der Seele. Sein Künstlername Deso Dog. Ein Unfall verändert sein Leben. Ich hatte dann irgendwann einen Autounfall gehabt, wo ich fast gestorben wäre. Und das war eigentlich so
der erste Auslöser, wo ich mir gesagt habe, ich muss was verändern an meinem Leben. Und habe mich entschieden, meine Musikkarriere zu beenden. Wirklich von einem Tag auf den anderen. Aus dem Musiker, der die Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß besungen hat, wird ein fanatischer Islamist. Dennis Cuthbert hat von Anfang an Ablehnung gespürt. In dieser Gesellschaft hat das in seinen Liedern, in seinen Rap-Songs zum Ausdruck gebracht und er bringt es heute wieder zum Ausdruck. Zwar macht er das nicht mehr direkt, sondern er verklausuliert das, indem er sich hinter einer Religion versteckt, beziehungsweise hinter einer Ideologie, einer missbrauchten Ideologie oder missbrauchten Religion versteckt. Aber die Botschaft ist dieselbe. Ihr habt mich abgelehnt und jetzt räche ich mich an euch für die Ablehnung, indem ich euch schockiere, indem ich euch bedrohe. Deutschland, was soll ich zu Deutschland sagen? Eure Sicherheit, ihr habt keine Sicherheit mehr. Ihr werdet nicht mehr in Sicherheit leben, denn ihr habt unsere Sicherheit schon längst weggenommen. Nach dem Verbot von Milato Ibrahim macht Cuthbert, wie die meisten Prediger der Gruppe, einen entscheidenden Schritt. Er wird ein terroristischer Kämpfer. Das sind seine letzten Aufnahmen in Deutschland. Juni 2012 taucht er ganz unter. Dieses Video entsteht kurz vor seiner Flucht, offenbar als Grundlage für einen Märtyrerfilm. Ich möchte meiner Familie sagen, seid nicht traurig, denn wahrlich, ihr habt Barmherzigkeit in eurem Hause gehabt und unter euch ist einer, der inshallah das Licht genommen hat und ergriffen hat. Und ich kann jeder Familie empfehlen, erzieht eure Kinder zu Löwen, erzieht sie zu Mujahideen, wandert aus, macht die Hijra, geht in den Dschihad, denn wahrlich, der Dschihad ist der Gipfel des Islams und im Dschihad werdet ihr den richtigen Islam kosten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle, die gegen die Muslime in Syrien kämpfen und in der ganzen Welt kämpfen, möge er sie vernichten. Wo sind all die Brüder? Sie reden jeden Tag vom Dschihad, doch sind sie verschwunden. Kommt es hart auf hart. Wo sind all die Inzwischen singt der ehemalige Rapper die Propagandalieder der Terroristen. In Syrien wird Cuthbert Teil der Propagandamaschine des Islamischen Staates. 2014, im Internet erscheinen neue Botschaften. Dennis Cuthbert leistet dem Führer des IS den Treueeid. Im Arabischen heißt das Baya. Sein Leben gehört nun einer menschenverachtenden Terrororganisation. Und ich gebe inshallah meine Baya an den Amir al-Mu'minin, Sheikh Abu Bakr al-Husseini, al-Quraishi, al-Baghdadi. Solingen. In dieser Moschee hat die Milato Ibrahim-Bewegung bis zu ihrem Verbot ihren deutschen Schwerpunkt. Sie war Ausgangspunkt der gewalttätigen Ausschreitungen vom 1. Mai 2012. Damals demonstrierten rechte Islamhasser von Pro-NRW mit Mohammed-Karikaturen. Für Milato Ibrahim eine Kriegserklärung. Wer muss sich integrieren? Wer? Wen gehört diese Welt? Wen? Wen gehört diese Welt? Deutschland? Sind wir in Deutschland? Nein. Wir sind auf der Welt von Allah. Wir sind auf der Welt Allah und ihr müsst euch integrieren. Nicht wir. Potenzielle Killer! Potenzielle Killer! Haltet sie auf! Schickt sie in ihre Heimat! Das ist unser Land! Das ist unser Land! Mit Stöcken und Steinen bewaffnet attackieren die Salafisten die Polizei, die in ihren Augen die rechten Provokateure schützt. Es kommt zu Verhaftungen. Unter den Festgenommenen ist auch dieser Mann, Abu Dawud. Bürgerlich heißt der Konvertit Michael N. Kurz nach der Straßenschlacht verlässt er Deutschland und schließt sich dem Islamischen Staat an. Heute ist er Teil der offiziellen Propagandamaschine der Terrorgruppe. Meine lieben Geschwister, kommt nach Hause. Kommt nach Hause ins Land der Muslime, in Daula Islamia, in Daula Khilafa. Unterstützt uns, unterstützt euer Heim mit eurer Zahl, mit euren Dua, mit eurer Anwesenheit und kämpft fi sabilillah. Noch vor 2 Jahren war Abu Dawud in deutschen Innenstädten unterwegs,
wie hier in Detmold. Das belegt dieser Propagandafilm. Wie andere Salafisten verteilte er im Rahmen der Lease-Aktion Gratis-Korane. In der Nähe von Abu Dawud taucht immer wieder dieser unscheinbare junge Mann auf. Robert Baum. In der Szene nennt er sich Abu Zahra al-Almani. Stolz verteilt auch er den Koran. Es ist schön, dass jetzt viele von den Nicht-Muslimen, dass wir das Wort Allahs lesen können, wenn sie denn aufrichtig sind. Und wer nicht aufrichtig ist, den wird er in die Irre gehen lassen. Das liegt bei jedem Menschen selbst. Nur wenige Monate nach den Aufnahmen verlässt Baum Deutschland Richtung Syrien. Er schließt sich dem Islamischen Staat an. Januar 2014 sprengt sich Robert Baum in die Luft und reißt rund 50 Menschen in den Tod. Die Fotos zeigen ihn wenige Augenblicke vor dem Anschlag. Fließende Übergänge zwischen salafistischer Propaganda und Terrorismus. Das bestätigt auch unser Experiment. Nach knapp einem Monat erreichen uns die ersten Gräuelfotos. Das Horrorkabinett des Islamischen Staates. Bilder geköpfter Gefangener, getöteter Kurden und Regierungssoldaten. Die präsentieren sich mit Waffen, auch mit Leichen. Die posten auch Bilder von Leichen, von Köpfen. Bilder, die unter die Haut gehen. Das eine war ein Bild von vielen Menschen, die gefesselt auf dem Boden lagen, mit dem Gesicht nach unten. Und man konnte auch gar nicht sehen, ob die leben oder tot sind. Und das andere war so ein abgetrennter Kopf, der einfach in einem Eimer auf dem Boden liegt. Also, als wäre es keine große Sache. Terrorpropaganda mit geringsten Mitteln. Oft genügt ein Messer oder eine Machete. Wir stellen das ja auch in den Videos schon fest, wo also wirklich Gewalt als Mittel eingesetzt wird, als Provokation, aber auch als Rekrutierungsmittel, wenn man die Enthauptungsvideos anschaut. Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass diese jungen Leute dort in Syrien, in Irak, dann für solche Gräueltaten zunächst eingesetzt werden, bevor sie in tatsächliche Kriegshandlungen geschickt werden. Enthauptungen, Steinigungen, willkürliche Exekutionen. Experten warnen, dass der Islamische Staat seinen Terror jetzt in westliche Staaten exportieren möchte. Wir hatten ja jetzt schon einige Versuche, Enthauptungen in Europa durchzuführen, auch in Australien. Wir hatten den Vorfall in Kanada. Ich denke, dass es gehäuft solche Vorfälle geben wird. Wir hatten auch in den letzten Wochen ganz klar die Ansage vom Islamischen Staat. Zum ersten Mal hat der Sprecher des Islamischen Staats, Al-Adnani, ein Statement herausgegeben, wo er gesagt hat, zum ersten Mal kommt nicht mehr hierher, sondern bleibt in euren westlichen Heimatländern und findet dort mögliche Anschlagsziele. Der Islamische Staat. Derzeit geht die Organisation mit einem eigenen Medienzentrum in eine Propaganda-Offensive. Jetzt arbeiten die islamischen Terroristen an einem Fernsehsender, der auf 10 Kanälen die Hassbotschaften in die ganze Welt verbreiten soll. Noch nie war eine terroristische Bedrohung so präsent in unseren Kinder- und Jugendzimmern. Europaweit beobachten Experten die Bedeutung von Milato Ibrahim für den internationalen Terrorismus. Wenn dann eben die ersten 2 oder 3 nach Syrien gehen, dann entsteht ein riesiger sozialer Druck auf die Leute, die noch nicht gegangen sind. Meistens bleibt man dann auch im Kontakt. Man kommuniziert weiter mit den Leuten, die bereits gefahren sind. Und die Leute, die in Syrien sind, sagen natürlich denen, die zurückgeblieben sind, warum kommt ihr nicht? Und natürlich entstehen da auch zum Teil Schuldgefühle, sozialer Druck und deshalb sind diese Netzwerke sehr wichtig, ideologisch, aber auch sozial. Dennis Kuspert,
heute ein Propagandist des Islamischen Staates. Seine Karriere beginnt als Kleinkrimineller, vorbestraft unter anderem wegen Diebstahl, Körperverletzung und Drogendelikten. Seinen Frust singt er sich als Gangster-Rapper von der Seele. Sein Künstlername Deso Dog. Ein Unfall verändert sein Leben. Ich hatte dann irgendwann einen Autounfall gehabt, wo ich fast gestorben wäre. Und das war eigentlich so der erste Auslöser, wo ich mir gesagt habe, ich muss was verändern an meinem Leben. Und habe mich entschieden, meine Musikkarriere zu beenden. Wirklich von einem Tag auf den anderen. Aus dem Musiker, der die Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß besungen hat, wird ein fanatischer Islamist. Dennis Cuthbert hat von Anfang an Ablehnung gespürt in dieser Gesellschaft, hat das in seinen Liedern, in seinen Rap-Songs zum Ausdruck gebracht und er bringt es heute wieder zum Ausdruck. Zwar macht er das nicht mehr direkt, sondern er verklausuliert das, indem er sich hinter einer Religion versteckt, beziehungsweise hinter einer Ideologie, einer missbrauchten Ideologie oder missbrauchten Religion versteckt. Aber die Botschaft ist dieselbe. Ihr habt mich abgelehnt und jetzt räche ich mich an euch für die Ablehnung, indem ich euch schockiere, indem ich euch bedrohe. Deutschland, was soll ich zu Deutschland sagen? Eure Sicherheit, ihr habt keine Sicherheit mehr. Ihr werdet nicht mehr in Sicherheit leben, denn ihr habt unsere Sicherheit schon längst weggenommen. Nach dem Verbot von Milato Ibrahim macht Cuthbert, wie die meisten Prediger der Gruppe, einen entscheidenden Schritt. Er wird ein terroristischer Kämpfer. Das sind seine letzten Aufnahmen in Deutschland. Juni 2012 taucht er ganz unter. Dieses Video entsteht kurz vor seiner Flucht, offenbar als Grundlage für einen Märtyrerfilm. Ich möchte meiner Familie sagen, seid nicht traurig, denn wahrlich. Unser Facebook-Experiment läuft seit 2 Wochen. Fast stündlich kommen neue Zuschriften. Der Ton wird aggressiver. Anti-westlich, antidemokratisch, militant. Ein Titel: Demokratie ist Kuffer und das bedeutet Unglaube. Hassparolen wetteifern mit offenen Aufrufen zum Dschihad. Und der Kontakt wird intimer. Sie werden sehr schnell sehr persönlich, möchten alles über einen wissen, aber erzählen auch viel, geben einem die Handynummer und fragen einen, wo man wohnt und wollen einen schon direkt einschließen in ihre Gruppe. Salafismus. Die Bewegung gibt sich als radikale Alternative zum Mainstream. Hasserfüllt, kompromisslos und genau diese Härte erklärt ihre Attraktivität. Immer wieder haben wir Studien, die uns die Islamfeindlichkeit in diesem Land bestätigen. Wir haben erst recht eine kritische Auseinandersetzung mit Salafisten. Und diese Jugendlichen sagen sich, ja, wir schließen uns aber trotzdem oder gerade deswegen genau diese Szene an. Wir sind so hart, wir sind so cool, dass wir uns mit all dem auseinandersetzen, dass wir all dem die Stirn bieten. Und wir gehen auch sogar ins Ausland. Wir kämpfen gegen die Supermacht USA und alle ihre Verbündeten. Und das alles aus unserer Überzeugung. Nach Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz in Düsseldorf kommen die meisten ausgereisten Terroristen aus Nordrhein-Westfalen. Sie kämpfen für den Islamischen Staat oder Al-Qaida. In der Internetpropaganda insbesondere, aber auch in Facebook- und Twitter-Nachrichten wird immer wieder darüber gesprochen, Gewalt auszuüben gegen Ungläubige in Anführungsstrichen, und damit ist die Mehrheitsgesellschaft gemeint, aber auch die muslimische Gesellschaft. Und diese Äußerungen, nämlich die Gewalt, nehmen auch in den internen Diskursen zu. Das ist nach außen erkennbar, aber auch nach innen erkennbar. Das heißt, die verbale Gewalt hat zugenommen. Der Dschihad als Abenteuerspielplatz. Der Gotteskrieger als vermeintlicher Retter vor der westlichen Unrechtskultur. Im Internet tobt längst der Glaubenskrieg. Auch der Leipziger Aussteiger verfiel der Internetpropaganda, ließ sich von den starken Bildern faszinieren.
besonders von den Darstellungen des Islamischen Staates. Da werden viele Bilder auf Facebook damit Frauen im Niqab, die da mit Waffen sind. Und man sagt sich, guck, das ist eine richtige Frau, nicht so wie diese Frauen hier, die in Hotpants rumlaufen. Die er beobachtete seine Entwicklung mit Sorge. Als er schließlich nach Syrien ausreisen will, holt sie sich professionelle Hilfe. Inzwischen gibt es Todesdrohungen. Mutter und Sohn wollen anonym bleiben. Je mehr ich dann eben praktiziert habe, je mehr ich gebetet habe, je mehr ich mich mit Muslimen umgeben habe und eben das ganze andere Schlechte gelassen habe, bin ich auch überzeugter geworden. Und natürlich bin ich immer mehr dann in Moscheen gegangen. Die Al-Rahman-Moschee im Leipziger Norden. Nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden sollen hier Prediger einen verfassungsfeindlichen Islam verbreiten. Der junge Mann verändert sich. Als ich dann mitbekommen habe, in welche Moscheen er geht und so, und wie oft er in den Moscheen ist, da habe ich dann Angst bekommen. Und eben, als er dann so total jegliche Kultur abgelegt hat, die er vorher hatte. Weihnachten ist nichts mehr gewesen für ihn. So das ganz normale Leben, wie wir es vorher hatten, war plötzlich alles weg. Und alles nichts mehr wert. Und da habe ich zum Beispiel auch Angst vor meinem eigenen Kind gehabt, dass er vielleicht sogar mir was tut, weil ihm irgendjemand einredet, deine Mutter ist jetzt eine Ungläubige. Zunehmend fühlt er sich vom Kampfeinsatz des sogenannten Islamischen Staates angezogen. In der Szene hat die Terrorgruppe Kultstatus. Ich habe, soweit ich konnte, zumindest hier diese Sache unterstützt, indem ich mich selber dazu bekannt habe, dass ich das gut finde, indem ich andere dazu aufgerufen habe, zum Beispiel über Facebook, indem ich diese ganze Propaganda eigentlich geteilt habe, diese ganzen Dinge, mit denen ich manipuliert worden bin, habe ich weitergegeben. Und so wurde ich vielleicht auch von Manipulierten manipuliert. Unser Facebook-Experiment läuft seit 2 Wochen. Fast stündlich kommen neue Zuschriften. Der Ton wird aggressiver. Anti-westlich, antidemokratisch, militant. Ein Titel: Demokratie ist Kuffer und das bedeutet Unglaube. Hassparolen wetteifern mit offenen Aufrufen zum Dschihad. Und der Kontakt wird intimer. Sie werden sehr schnell sehr persönlich, möchten alles über einen wissen, aber erzählen auch viel, geben einem die Handynummer und fragen einen, wo man wohnt und wollen einen schon direkt einschließen in ihre Gruppe. Sich vereinen, sie sind diejenigen, die für die meiste Unruhe in der Welt sorgen. Sie sind schlicht die erfolgreichsten. Leipzig. Hier hat die islamistische Szene im Osten Deutschlands ihren Schwerpunkt. Mehr als 100 Menschen sollen der Bewegung angehören. Die ersten zogen bereits in den Dschihad. Salafismus beschäftigt inzwischen auch die örtliche Sektenberatung. Seit Monaten unterstützt man einen Aussteiger. Den Jungen wird eigentlich ein Glauben vorgesetzt, der gar nicht in der Form vorhanden ist. Das heißt, die gesamte ehemalige Existenz wird genommen, wie auch bei Sekten und Kulten. Und dann wird einfach etwas hineingesetzt, ein Dogma hineingesetzt, wo sie glauben, das ist die Wahrheit. Und dann wird das als Wahrheit angenommen. Es kommt das Schwarz-Weiß-Denken, das Gut-Böse-Denken. Ja? Und dann kommt die Reaktion darauf. Dann kommt auch, dass man natürlich sich gegen dieses Böse da außen erwehren möchte. Beratungsgespräch mit einem Aussteiger. Er hat seine Mutter mitgebracht. Die Familie beobachtete seine Entwicklung mit Sorge. Als er schließlich nach Syrien ausreisen will, holt sie sich professionelle Hilfe. Inzwischen gibt es Todesdrohungen. Mutter und Sohn wollen anonym bleiben. Je mehr ich dann eben praktiziert habe, je mehr ich gebetet habe, je mehr ich mich mit Muslimen umgeben habe und eben das ganze andere Schlechte gelassen habe, bin ich auch überzeugter geworden.
Und natürlich bin ich immer mehr dann in Moscheen gegangen. Die Al-Rahman-Moschee im Leipziger Norden. Nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden sollen hier Prediger einen verfassungsfeindlichen Islam verbreiten. Der junge Mann verändert sich. Als ich dann mitbekommen habe, in welche Moscheen er geht und so, und wie oft er in den Moscheen ist, da habe ich dann Angst bekommen. Und eben, als er dann so total jegliche Kultur abgelegt hat, die er vorher hatte. Weihnachten ist nichts mehr gewesen für ihn. So das ganz normale Leben, wie wir es vorher hatten, war plötzlich alles weg. Und alles nichts mehr wert. Und da habe ich zum Beispiel auch Angst vor meinem eigenen Kind gehabt, dass er vielleicht sogar mir was tut, weil ihm irgendjemand einredet, deine Mutter ist jetzt eine Ungläubige. Zunehmend fühlt er sich vom Kampfeinsatz des sogenannten Islamischen Staates angezogen. In der Szene hat die Terrorgruppe Kultstatus. Ich habe, soweit ich konnte, zumindest hier. Der Dschihad als Abenteuerspielplatz. Der Gotteskrieger als vermeintlicher Retter vor der westlichen Unrechtskultur. Im Internet tobt längst der Glaubenskrieg. Auch der Leipziger Aussteiger verfiel der Internetpropaganda, ließ sich von den starken Bildern faszinieren. Besonders von den Darstellungen des Islamischen Staates. Da werden viele Bilder auf Facebook, damit Frauen im Niqab, die da mit Waffen sind. Und man sagt, ich guck, das ist eine richtige Frau, nicht so wie diese Frauen hier, die in Hotpants rumlaufen, die verschleiert sich, die geht sogar kämpfen, die ist mutig und so weiter und so fort. Mit der wirst du glücklich und die hält sich richtig an den Islam, da hast du keine Probleme, die macht dir keine Kopfschmerzen. Der junge Mann hatte ja schon sein gesamtes soziales Netzwerk aufgegeben. Er hatte keinen Kontakt mehr zur Mutter, keinen Kontakt mehr zu Freunden, ja. Nur noch dieser Islamismus, ja, war ja sein Lebenswelt. Und er war ja auch kurz davor, nach Syrien auszureisen. Ausstiegsprozesse begleiten, Alternativen aufzeigen. Dieser Aufgabe stellt sich ein Arbeitskreis in Leipzig, der Dezember 2014 das erste Mal tagt. Religiöse Instanz am Tisch ist ein Imam. Hesham Shasha hat sich für unseren jungen Mann eingesetzt und ihn aus der islamistischen Gewaltszene gelöst. Der Imam kennt das Erfolgsgeheimnis terroristischer Islamisten. Man findet sich in einer Umgebung, wo seine Zeit voll alles beschäftigt, hat keine Zeit für was anderes zu denken. Und dadurch dann können sie die Jugend einfach rekrutieren und sie zu sich gewinnen. Die ermöglichen vielen Sachen. Viel, viel, viel. Auch Heirat, Geld, Macht. Dieser gute Gefühl, dass man nach zu seinem Gott. Zum Interview erscheint der Imam mit seinem Leibwächter. Denn sein Leben ist permanent durch Extremisten bedroht. Seine Botschaft entzieht ihnen die religiöse Legitimation. Das schadet den Terrorgruppen bei der Rekrutierung. Egal ob das Jabhat al-Nusra oder Al-Qaida oder ISIS, alle diese Gruppierungen und Bewegungen, die ihre Probleme mit Gewalt lösen, die gehören dem Islam nicht. Sie haben mit Islam wirklich nichts zu tun, außer Namen. Und deswegen distanzieren wir uns von denen hundertprozentig. Sie präsentieren den Islam nicht, uns auch nicht. Zurück zu unserem. Bin ich immer mehr dann in Moscheen gegangen. Die Al-Rahman-Moschee im Leipziger Norden. Nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden sollen hier Prediger einen verfassungsfeindlichen Islam verbreiten. Der junge Mann verändert sich. Als ich dann mitbekommen habe, in welche Moscheen er geht und so, und wie oft er in den Moscheen ist, da habe ich dann Angst bekommen. Und eben, als er dann so total jegliche Kultur abgelegt hat, die er vorher hatte. Weihnachten ist nichts mehr gewesen für ihn. So das ganz normale Leben, wie wir es vorher hatten, war plötzlich alles weg.
und alles nichts mehr wert. Und da habe ich zum Beispiel auch Angst vor meinem eigenen Kind gehabt, dass er vielleicht sogar mir was tut, weil ihm irgendjemand einredet, deine Mutter ist jetzt eine Ungläubige. Zunehmend fühlt er sich vom Kampfeinsatz des sogenannten Islamischen Staates angezogen. In der Szene hat die Terrorgruppe Kultstatus. Ich habe, soweit ich konnte, zumindest hier diese Sache unterstützt, indem ich mich selber dazu bekannt habe, dass ich das gut finde, indem ich andere dazu aufgerufen habe, zum Beispiel über Facebook, indem ich diese ganze Propaganda eigentlich geteilt habe. Diese ganzen Dinge, mit denen ich manipuliert worden bin, habe ich weitergegeben. Und so wurde ich vielleicht auch von Manipulierten manipuliert. Unser Facebook-Experiment läuft seit 2 Wochen. Fast stündlich kommen neue Zuschriften. Der Ton wird aggressiver. Anti-westlich, antidemokratisch, militant. Ein Titel: Demokratie ist Kuffer und das bedeutet Unglaube. Hassparolen wetteifern mit offenen Aufrufen zum Dschihad. Und der Kontakt wird intimer. Sie werden sehr schnell sehr persönlich, möchten alles über einen wissen, aber erzählen auch viel, geben einem die Handynummer und fragen einen, wo man wohnt und wollen einen schon direkt einschließen in ihre Gruppe. Salafismus. Die Bewegung gibt sich als radikale Alternative zum Mainstream. Hasserfüllt, kompromisslos und genau diese Härte erklärt ihre Attraktivität. Immer wieder haben wir Studien, die uns die Islamfeindlichkeit in diesem Land bestätigen. Wir haben erst recht eine kritische Auseinandersetzung mit Salafisten und diese Jugendlichen sagen sich, ja, wir schließen uns aber trotzdem oder gerade deswegen genau diese Szene an. Wir sind so hart, wir sind so cool, dass wir uns mit all dem... mit einem Account bei Facebook. Wir liken die Facebook-Seiten der bekannten deutschen salafistischen Prediger Pierre Vogel und Sven Lau, die sich offiziell von Gewalt und Terror distanzieren. Zu unserer Überraschung ist die Fundamentalisten-Szene überhaupt nicht verschlossen. Bereits in den ersten Tagen erhalten wir hunderte Freundschaftsanfragen. Ich habe sehr viele Freundschaftsanfragen bekommen, insbesondere von Männern, die gefragt haben, ob ich sie heiraten möchte, aber auch von vielen anderen konvertierten Frauen, die gefragt haben, wie sich der Islam mit meinem bisherigen Leben und mit meiner Familie vereinbaren lässt. Und der Account wächst schnell. Ich habe von mir aus 3 oder 4 Anfragen versendet und bin 1 bis 2 Gruppen beigetreten. Aber jetzt nach 2 Wochen habe ich über 400 Freunde, die auch alle oder fast alle einem schreiben. Was Salafismus für immer mehr junge Menschen interessant macht und warum immer mehr junge Muslime in den Krieg ziehen wollen, dazu forscht der Islamwissenschaftler Thorsten Gerald Schneiders. Für ihn ist die salafistische Szene längst eine eigene Subkultur geworden, die sich aus der Sehnsucht nach Zusammengehörigkeit und Stärke junger Männer speist. Mit was für einem anderen Mittel können Sie eine ähnliche Aufmerksamkeit bekommen? Ja, von daher muss man natürlich schon sagen, Salafismus ist im Moment hip. Das ist das, was die Jugendlichen anspricht. Und wir können auch noch weitergehen und sagen, die IS-Terroristen sind natürlich im Moment auch die erfolgreichsten einfach in der Region. Sie sind diejenigen, die die meiste Macht im Moment auf sich vereinen. Sie sind diejenigen, die für die meiste Unruhe in der Welt sorgen. Sie sind schlicht die erfolgreichsten. Leipzig. Hier hat die islamistische Szene im Osten Deutschlands ihren Schwerpunkt. Mehr als 100 Menschen sollen der Bewegung angehören. Die ersten zogen bereits in den Dschihad. Salafismus beschäftigt inzwischen auch die örtliche Sektenberatung. Seit Monaten unterstützt man einen Aussteiger. Den Jungen wird eigentlich ein Glauben vorgesetzt, der gar nicht in der Form vorhanden ist. Das heißt, die gesamte ehemalige Existenz wird genommen
wie auch bei Sekten und Kulten. Und dann wird einfach etwas hineingesetzt, ein Dogma hineingesetzt, wo sie glauben, das ist die Wahrheit. Und dann wird das als Wahrheit angenommen, es kommt das Schwarz-Weiß-Denken, das Gut-Böse-Denken, ja, und dann kommt die Reaktion darauf. Dann kommt auch, dass man natürlich sich gegen dieses Böse... hat vor allem das terroristische Netzwerk Al-Qaida. Zu den bekannten Anhängern gehört der frühere Linksterrorist Bernhard Falk. Seit seiner Konvertierung nennt er sich Muntasir bi Illah. Er kritisiert jedoch die Gewaltexzesse des Islamischen Staates. Was ich bei ISIS besonders kritisiere, immer diese Ausrottungsfantasien. Ich kann es wirklich nicht anders bezeichnen. Es sind einfach, man hat manchmal das Gefühl, die stellen sich das so vor, das, was ihnen nicht in den Kram passt, schlicht auszurotten. Und zwar auch im materiellen Sinne, also so Vernichtungsfantasien, die da ausgelebt werden. Und das ist natürlich verheerend. Doch auch Al-Qaida sieht sich im Krieg mit dem Westen. Terroristische Anschläge werden gezielt eingesetzt. Besonders Deutschland und die USA sind für Falk die Gegner in einem weltweiten Konflikt. Es ist ja so, die unterdrückten Massen suchen sich natürlich Mittel und Wege, um aus dieser Misere rauszukommen. Solange diese Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse in dieser extremen Form existieren, gibt es eben Widerstand. Und dieser Widerstand, der früher vor allen Dingen eben links war im antiimperialistischen Bereich, der ist mittlerweile islamisch. Und da bin ich auch sehr froh drüber, weil es ja mit meinem eigenen Werdegang eben parallel läuft. Nicht? Auch Frauen gehören zu den Al-Qaida-Anhängern, nicht wenige auch in Deutschland. Es ist ein exklusives Treffen, wurde langfristig vorbereitet. Die Adresse ihrer neu bezogenen Wohnung in Westdeutschland muss anonym bleiben. Wir müssen zusichern, die Stimme zu verfremden. Ihre Position ist antidemokratisch, auch wenn sie sich selbst als ganz normale Muslime sehen. Ein Widerspruch zwischen Demokratie und Islam? Ja, hundertprozentig. Der Islam ist gegliedert in verschiedene Strukturen. Und das, was man hier in den Bereich Politik legen würde, ist im Islam schon geregelt. Das ist alles in der Religion geregelt und festgelegt. Wir brauchen keine Demokratie. Und im Grunde genommen glaube ich, dass Europa auch keine Demokratie braucht. Für die Muslime verkörpert der Islamische Staat weit mehr als eine neue politische Antwort. Sie sieht in der Expansion der Terrormilizen ein Zeichen ihres Propheten, auch wenn sie selbst die Praktiken des IS ablehnt. Wir können jetzt sehr schwer in diesem Interview sagen, wir unterstützen das, aber können sagen, wir befürworten das. Wir hoffen darauf, dass es diesen islamischen Staat wieder gibt. Wir hoffen darauf, ein Kalifat entsteht. Es ist die Antwort auf die Unterdrückung, die fast 100 Jahre lang stattgefunden hat. Damit muss der Westen rechnen. Und ich denke, er hat damit gerechnet und er... gegen das demokratische Islamverständnis des Vereins. Ich habe mich gefreut, dass er wieder da ist, aber gemerkt, dass er vollkommen verblendet war. Er war nicht mehr zugänglich, es war keinerlei Dialoge mehr mit ihm möglich. Um das einfach mal auf den Punkt zu bringen, er hat Gewalt legitimiert. Das ist etwas, was ich von ihm vorher nicht kannte. Er versucht mich zu korrigieren, obwohl ich der Imam hier bin. Obwohl ich über 30 Jahre Religion studiert habe in Al-Azhar Universität. Aber trotzdem meinte Tariq, dass er das authentische Wissen hat. Und alles andere, was ich sage, stimmt nicht. Und deswegen muss ich mich korrigieren nach Ansichten von Tariq und seinen Autoritäten. Aufrufe zum Dschihad. Aufgeladen wurde Tariq auch von Hasspredigern, die hauptsächlich im Internet ihre Botschaften verbreiten. Wir akzeptieren nicht mal ein Gesetz von den Kuffar. Wir akzeptieren nur das Gesetz von Allah Azza wa Jal. Fürchtet niemanden außer Allah. Ihr braucht vor niemanden Angst haben, egal was sie machen. Wir nennen das hier hausintern Sheikh, Google Sheikh, Internet. Es ist einfach so, ich meine, jeder kann was posten, jeder kann ein Video drehen, jeder kann von sich behaupten, er wäre ein Gelehrter, ne, rezitiert eine Koranverse ohne zu beachten, aus welchem Anlass ist diese Verse offenbart worden. Die Gemeinde hat den Kampf um Tariq verloren. Vor den Hassbotschaften aus dem Internet konnte sie ihn nicht schützen. Geht der Weg in den Terrorismus tatsächlich über das Internet?
Was haben salafistische Prediger mit terroristischen Zellen zu tun? Wie rekrutieren fundamentalistische Gruppen ihre Gotteskrieger? Facebook, Twitter, soziale Netzwerke. Wir starten ein Experiment. Eine junge Frau gibt vor, Besucherin eines salafistischen Friedenskongresses zu sein. Sie eröffnet einen Account bei Facebook. Wir liken die Facebook-Seiten der bekannten deutschen salafistischen Prediger Pierre Vogel und Sven Lau, die sich offiziell von Gewalt und Terror distanzieren. Zu unserer Überraschung ist die Fundamentalisten-Szene überhaupt nicht verschlossen. Bereits in den ersten Tagen erhalten wir hunderte Freundschaftsanfragen. Ich habe sehr viele Freundschaftsanfragen bekommen. Insbesondere von Männern, die gefragt haben, ob ich sie heiraten möchte. Aber auch von vielen anderen konvertierten Frauen, die gefragt haben, wie sich der Islam mit meinem bisherigen Leben und mit meiner Familie vereinbaren lässt. Und der Account wächst schnell. Ich habe von mir aus 3 oder 4 vorbestraft, unter anderem wegen Diebstahl, Körperverletzung und Drogendelikten. Seinen Frust singt er sich als Gangster-Rapper von der Seele. Sein Künstlername Deso Dog. Ein Unfall verändert sein Leben. Ich hatte dann irgendwann einen Autounfall gehabt, wo ich fast gestorben wäre. Und das war eigentlich so der erste Auslöser, wo ich mir gesagt habe, ich muss was verändern an meinem Leben. Und habe mich entschieden, meine Musikkarriere zu beenden. Wirklich von einem Tag auf den anderen. Aus dem Musiker, der die Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß besungen hat, wird ein fanatischer Islamist. Dennis Cuthbert hat von Anfang an Ablehnung gespürt. In dieser Gesellschaft hat das in seinen Liedern, in seinen Rap-Songs zum Ausdruck gebracht und er bringt es heute wieder zum Ausdruck. Zwar macht er das nicht mehr direkt, sondern er verklausuliert das, indem er sich hinter einer Religion versteckt, beziehungsweise hinter einer Ideologie, einer missbrauchten Ideologie oder missbrauchten Religion versteckt. Aber die Botschaft ist dieselbe. Ihr habt mich abgelehnt und jetzt räche ich mich an euch für die Ablehnung, indem ich euch schockiere, indem ich euch bedrohe. Deutschland, was soll ich zu Deutschland sagen? Eure Sicherheit, ihr habt keine Sicherheit mehr. Ihr werdet nicht mehr in Sicherheit leben, denn ihr habt unsere Sicherheit schon längst weggenommen. Nach dem Verbot von Milato Ibrahim macht Cuthbert, wie die meisten Prediger der Gruppe, einen entscheidenden Schritt. Er wird ein terroristischer Kämpfer. Das sind seine letzten Aufnahmen in Deutschland. Juni 2012 taucht er ganz unter. Dieses Video entsteht kurz vor seiner Flucht, offenbar als Grundlage für einen Märtyrerfilm. Ich möchte meiner Familie sagen, seid nicht traurig, denn wahrlich, ihr habt Barmherzigkeit in eurem Hause gehabt und unter euch ist einer, der inshallah das Licht genommen hat und ergriffen hat. Und ich kann jeder Familie empfehlen, erzieht eure Kinder zu Löwen, erzieht sie zu Mujahideen, wandert aus, macht die Hijra, geht in den Dschihad, denn wahrlich, der Dschihad ist der Gipfel des Islams und im Dschihad werdet ihr den richtigen Islam kosten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle, die gegen die Muslime in Syrien kämpfen und in der ganzen Welt kämpfen, möge er sie vernichten. Wo sind all die Brüder? Sie reden jeden Tag vom Dschihad, doch sind sie verschwunden. Kommt es hart auf hart. Inzwischen singt der ehemalige Rapper die Propagandalieder der Terroristen.